Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Formel 1 2021. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe vorab Key bekommen von EA. Danke dafür. Logitech G920, 360 Grad Lenkeinstellung. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Ich habe im Vergleich zur letzten Folge, wo wir in Belgien gefahren sind, verlinke ich euch am Ende des Videos nochmal, beziehungsweise wird irgendwann hier oben, da oben mal eingeblendet. Und da sind wir in Belgien gefahren. Ich habe immer Spanien gesagt. Da habe ich mir gedacht, jetzt fahren wir mal in Spanien, dann kann ich keine Fehler mehr machen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Habt Spaß. Ich bin kein unnormaler Profi, das sage ich euch gleich, wie es ist. Also ich bin hier eher der Formel 1 Noob. Aber ich habe Spaß dran. Und deswegen möchte ich auch fahren. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Da gab es eine Berührung am Reifen. Aber es scheint nichts passiert zu sein. Ich habe die KI deutlich nach oben genommen. Im Vergleich zum letzten Rennen bin ich jetzt bei 75%. Das letzte Mal waren wir bei 55, glaube ich. Nee, bei 60. Voll hinten rein. Sauber. Ich weiß nicht, wer mir hinten reingefahren ist gerade. Ich weiß nur, dass mir einer hinten reingefahren ist. Boah, Alter. Boah. Brechstange, Jungs. Aber ist kein Problem. Kann ich auch. Kann ich auch! Durchsetzen kann ich mich! Durchsetzen kann ich mich, Baby! Oh yeah, Baby! Okay, wir versuchen in den Top 10 zu bleiben und wir werden versuchen, noch weiter vorzukommen. Ich glaube, dadurch, dass ich halt wirklich kein Profi bin, wird mir das nicht ganz so leicht fallen. Und da ich auch nicht viel geübt habe vorher, die Strecke oder sonstiges, wird mir das auch nicht sehr leicht fallen. Aber ich werde mein Bestes geben, Leute. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da. Es gibt natürlich noch, wenn es um Formel 1 geht, Kanäle, die krass, richtig krass hier fahren. Ne? Da lohnt es sich auch mal definitiv vorbeizuschauen. Aber ihr habt auf jeden Fall was zu lachen vielleicht. Wir sind dran, so ist es nicht. Wir sind nicht schlecht rausgekommen aus der Kurve. Können hier gut Windschatten nutzen, glaube ich. Ich habe den Reifen berührt, das darf man nicht, oder? Sauber gemacht, gute Arbeit. Nehme ich so hin. Der ist aktiv, okay. Der Kurvenkombination habe ich noch ein bisschen meine Probleme. Aber... Tut mir leid, mein Fail. Muss aufpassen. Traue ich mir zu, kein Problem. Traue ich mir zu, alles gut. Links neben mir ist einer. Der will es wissen.
Der war gut. War der gut? Leute, der war gut, oder? Ich glaube, der war nicht schlecht. Ich glaube, der war nicht schlecht. Für meine Verhältnisse war der richtig gut, glaube ich. Der war richtig schlecht gerade. Viel für geil, ich direkt wieder. Ich sollte aufhören, diese Euphorie auszustrahlen. Das sollte ich einfach lassen. Jetzt saugt er sich natürlich ran da hinten. Vom Allerfeinsten. Ja! Sehr spät gebremst. Position 14? Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, wir haben uns gedreht, da hat uns natürlich das gesamte Feld überholt. Falscher Gang. Okay, schauen wir mal. Also die Lenkung ist viel besser im Vergleich zum letzten Mal. Da wollte ich rüber. Ich wollte nach rechts rüber und hab's zu lange gebraucht. Oh Mann, das tut mir leid. Ich wollte den nicht anfahren. Der ist jetzt bestimmt sauer auf mich. Tut mir sehr leid. Dann wir machen jetzt wieder Brechstange. Hier sind wir doch da. Der ist jetzt richtig sauer. Der ist von ein bisschen sauer, ist der jetzt auf richtig sauer gewechselt. Aber soll ich euch was sagen? So ist das im Motorsport. Nein, das war natürlich Fail, also das weiß ich selber. Das ist, so fährt man nicht Formel 1. Aber wir haben nur noch eine Runde. Und ganz ehrlich, mir war es jetzt egal. So ehrlich muss ich jetzt mal sein. So ehrlich, müsste jetzt einfach mal sein. So, okay. Lasst uns irgendwie ins Ziel kommen. Ah, den Frontflügel merke ich natürlich gerade extrem. Ich merke den extrem. Wie gesagt, das Ganze ist ein Work in Progress. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, so wie sich die KI hier verhält, ist das alles noch nicht final, aber ich glaube, die KI hat sich gut verhalten, nur ich habe mich scheiße verhalten. Okay. Oh Mann, Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid, diese Schmach. Och Mann, oh. Diese Schmach, ey. Naja gut, kann man nicht ändern. Hey, so ist es. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der, nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Sieger. Ich war übrigens, sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg. Silberpfeile, ja, sehr schön. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre. Ich war übrigens als Daniel Ricciardo in McLaren unterwegs, meine Lieben. Ihn im Feld anzuweisen. Ach, tut mir echt leid. Naja gut, hätte man vielleicht mehr draus machen können, aber... wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf ein drittes Video und noch eine andere Strecke, schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Kuss auf die Nuss. Euer Manos.